Dieses Video erklärt kurz die vorbereiteten Skripte und wie man Skripte anwendet. Damit kann man sich viel Arbeit erleichtern und einige Dinge sehr schnell erledigen. Man findet entweder die Skripte auf dem FTP-Server oder verlinkt in unserem Wiki, auch mit einer kurzen Erklärung, welche Zwecke das jeweilige Skript erfüllt. Man kann es entweder von dort direkt Save As speichern oder indem man auf den FTP-Server geht, unter dem Directory Images Install Script findet man die wichtigsten Skripte. Besonders empfehlenswert ist das Skript für Software. Man kann damit einmal zusätzliche Software installieren oder auch sehr schnell ein Update des Systems machen. Oder auch das Content-Skript, das holt dann aktuelle Lerninhalte von unserem FTP-Server. Man kann es auch lokal natürlich auf seinem eigenen Server abspeichern oder auch von einem USB-Stick oder einer externen Platte dann laden. Das Einfachste ist immer auf den Desktop, dann kann man die Skripte dort immer sehr schnell wiederfinden und auch schnell benutzen. So, jetzt haben wir die wichtigsten mal raufgezogen. Der nächste Schritt ist, die Skripte müssen ausführbar gemacht werden, sonst passiert nichts, wenn man sie anklickt oder ausführen möchte. Dazu über Permission Execute Owner and Group. Das macht man jetzt für alle die Skripte, die man dort vorfindet. Properties Permission Owner and Group. So, man kann sie auch auf dem Desktop etwas anders arrangieren. Jetzt ein Terminal aufmachen, entweder über die Systemtools ein Terminal aufrufen oder alternativ kann man durch Drücken von Ctrl, Alt und dem Buchstaben T gleichzeitig auch ein Terminal aufmachen. CD Desktop, Enter. Das bringt einen dann in den Desktop-Ordner. LS listet die dort vorhandenen Dateien auf und dann sudo leerstelle Punkt Schrägstrich und dann den Namen des Skriptes. Entweder mit Copy and Paste oder eintippen, was man möchte. Enter, startet das Skript schon. Jetzt werden Passworte abgefragt und dieses Skript läuft jetzt durch und holt alle Updates, Viren, Signaturen und so weiter vom Internet. Online-Anbindung ist selbstverständlich dafür erforderlich. Man kann auch Skripte parallel ausführen. In dem Fall jetzt läuft parallel dann gleich noch das Content-Skript. Das gleicht den FTP-Server mit den lokalen Lerninhalten ab, ob es da was Neues gab und läuft dann auch entsprechend durch. Auch das erfordert den Online-Zugang. Verbindung zum FTP-Server mit dem Passwort LabDo ist eigentlich immer LabDo, LabDo. Und dann laufen die Skripte entsprechend ab. Man kann sie auch mehrfach durchlaufen lassen, wenn man denn dann ein Update möchte. Aber normalerweise teilt einem das Betriebssystem auch mit, wenn es Betriebssystem-Updates gibt. Es gibt verschiedene Skripte, schaut euch das gerne in Ruhe an. Viele sind nur für bestimmte Zwecke sinnvoll. Nicht jeder wird die brauchen, aber wir haben entsprechend das mal vorbereitet, weil es doch erhebliche Zeit einspart. Man muss nicht einmal alles händisch machen. Ein anderes sehr schönes Tool ist die Prüfung, ob die CPU 32 oder 64 Bit ist und PAE oder nicht PAE unterstützt. Das ist kein Skript in dem Sinne, sondern man muss nur eine Zeile per Copy and Paste ins Terminal bringen, mit Leafpad oder einem anderen Editor öffnen. Zeile markieren, Copy and Paste, Enter und man kriegt sofort das Ergebnis angezeigt, ist eine PAE und 64-Bit-CPU.
Daraus kann man jetzt entsprechend dann das jeweilige Image fürs Cloning zum Beispiel ableiten. Es gibt dort Images für PAE 32, PAE 64 und für Non-PAE 32. So, ich hoffe, das war ein schneller Einstieg. Viel Spaß mit den Systemen.